Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist der Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich darüber freuen. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch wäre klasse. Weitere Informationen zum Video sind unterhalb drin. Außerdem der Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar Videos. Was ist das Thema heute? Der Batterietag von Tesla. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich darüber jetzt berichte, weil der Batterietag noch nicht war. Vielleicht, wenn das Video jetzt rauskommt, da ich das etwas vordrehe, immer um sie dann auch regelmäßig herauskommen zu lassen, meine Tagesthemen, kann der Batterietag schon gewesen sein. Bob, naja, gut, müssten wir mit leben. Trotzdem wollte ich da ein paar Worte zu sagen. Ja, bei diesem Batterietag geht es eben darum, um die Weiterentwicklung der Batterien. Und das ist natürlich gerade im Vergleich zwischen Verbrennungsautos und Elektroautos ist das eine entscheidende Komponente, weil so eine Batterie, wenn sie vernünftige Größe hat, 100 Kilowattstunden, da werden wieder einige sagen, ja, Riesenauto, aber gut, okay, 100 Kilowattstunden finde ich eine gute Größe, wobei der Hyundai mit 64 Kilowattstunden auch schon fantastisch ist, aber trotzdem 100 Kilowattstunden nehmen wir mal als Beispiel. Wenn man 100 Kilowattstunden nimmt und so eine Batterie würde 1000 Euro pro Kilowattstunde, was sie nicht kostet, kosten, würde das schon 100.000 Euro. Nur für diese eine Komponente. Daher ist es eben wichtig, dass diese Komponente, weil es eben eine Masse ist und pro Kilowattstunde dann bezahlt wird, dass die Kosten darunter kommen. Und diese 1000 kommen auch nicht von ungefähr, denn als das Ganze angefangen hat mit den Elektroautos, lagen die Preise in diesem Segment. Und da kann man sich eben vorstellen, dass so ein Elektroauto mit einer 30 Kilowatt Batterie 30.000 Euro Batteriekosten hatte. Und dann ist so ein Golf, der mit einmal 30.000 Euro eine Batterie drin hatte, war natürlich verdammt teuer. Kommen wir aber zum Batterietag. Was wird da gesagt und wie sind die Preise überhaupt momentan? Also man geht davon aus, dass die Preise unterhalb von 200 Euro liegen bei allen Herstellern. Dass die Preise bei den Herstellern, die sich mehr darauf fokussiert haben, wesentlich niedriger schon liegen, unterhalb von 150 Euro mittlerweile. Und dass die magische Grenze immer die 100 Euro wäre. Wenn man jetzt sagt 100 Euro, 100 Kilowattstunden, sind das 10.000 Euro für diesen Akku. 10.000 Euro für einen Akku, wenn das schon das Hauptelement ist innerhalb eines Autos, dann ist das der Rest des Autos, die Herstellung, da kann man auf jeden Fall sagen, kommt man dem gleich wie einer teuren Verbrennungsmaschine, einen Diesel- oder einen Benzinmotor, dazu die ganzen Komponenten, die dazu gehören, dann liegt man ungefähr im Elektromotor mit der Batterie auf gleicher Höhe fast mit dem Verbrennungsmotor. Jetzt soll eben in diesem Batterietag vorgestellt werden, die neue Art der Herstellung. Und zwar gibt es grundsätzlich ja immer ein Problem mit Kobalt. Jetzt gibt es zwei Arten, worauf man sich fokussiert, die im Moment hergestellt werden. Das ist das Nickel-Mangan-Kobalt-Akku. Das ist natürlich, da ist immer noch der Kobalt drin. Und dann gibt es den Eisenphosphat Akku, der eben Lithium-Eisenphosphat-Akku, der eben keinen Kobalt mehr drin haben soll. Das Entscheidende nun aber ist, dass die magische Grenze scheinbar unterschritten wird, dass man davon ausgeht, dass es Tesla hinbekommt, dass die Herstellungskosten nicht von der Batterie, sondern vom Batteriepack 80 Euro kosten werden pro Kilowattstunde. Das bedeutet, bei 100 Kilowattstunden sind das nur 8.000
Euro, die man ausgibt für die Batterie. Und das ist schon entscheidend. Da kann man auf jeden Fall sagen, kommt man in die Zone, wo es keinen Unterschied mehr gibt bei der Herstellung zwischen einem Elektrofahrzeug und einem Benziner, weil diese Komponente einfach die Komponente ist, die meistens den Preis treibt. Ja, was hat Tesla denn noch so vor? Ja, sie wollen die Batterien selber bauen. Denn diese Komponenten, wenn man die auslagert, dann ist es natürlich so, bezahlt man diesen Service und die Entwicklung der Batterien mit beim Einkauf und natürlich muss eine Gewinnmarge draufgerechnet werden. Andererseits ist es auch, wenn man intern Firmen zusammenstellt, wird man die einzelnen Firmen Teile nach Cost-Centern, aber auch nach Profit-Centern regulieren und so eine Batterieherstellung wird ganz bestimmt ein Teil Profit-Center mit sein. Also muss eben auch einen gewissen Gewinn abwerfen. Nun sind Batterien bei Tesla ja nicht nur für die Autos da, sondern Tesla ist ja ein Energieunternehmen. Die stellen ja auch viele Batterien für Haushalte und so weiter her und auch für große Netze und sowas. Und daher wird eben die Batterieherstellung für Tesla eben nicht nur für die Autos, sondern eben weitergetrieben auch für andere Segmente sehr interessant. Ja, der Kooperationspartner, den man momentan hat, ist ja Panasonic mit der Gigafactory. Da werden viele sagen, ja, momentan hat man das gar nicht mehr, aber man kooperiert immer noch mit Panasonic, auch wenn man sich getrennt hat bei der Solarherstellung, ist man trotzdem noch zusammen in Nevada mit der Gigafactory. Und dort ist es wohl der Plan, dass die Gigafactory auf 30 Gigawattstunden pro Jahr erhöht werden soll. Die müsste jetzt bei 20 oder so irgendetwas liegen. Ja, und dann eben wird natürlich das einfach die Produktion so weit aufgebrochen und so erhöht, dass in Masse günstiger produziert werden kann. In Deutschland hat man jetzt auch von Hanwha Technologie einige Produktionselemente bestellt, damit man eben auch dort Batterien herstellen kann, weil in Deutschland bei der Gigafactory sollen ja Model 3, Model Y und auch die Batterien hergestellt werden. Ob Tesla die Batterien denn dort ganz alleine herstellt oder ob auch wieder ein Kooperationspartner für den Batteriestrang hereingeholt wird, ist nicht klar. Sieht aber eher so aus, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, dass Tesla wirklich ganz alleine vorgeht. In China hat man sich dafür entschieden, dass man mit Kettle zusammenarbeitet. Und weil die eben auch kobaltfreie Batterien liefern können und auch schon in den chinesischen Model 3 werden ja diese Batterien von Kettle eingebaut, die eben kobaltfreier auf jeden Fall sind. Ich weiß nicht, ob sie schon kobaltfrei sind. Ja, und damit an sich zusammenfassend, Batterien unterhalb von 100 Euro oder 100 Dollar, Dollar ist an sich die Grenze, nicht Euro, aber ist ja fast ähnlich, der Umrechnungskurs ist ein klein bisschen unterschiedlich, aber auf jeden Fall unterhalb dieser 100er Grenze ist vom Prinzip her dann ein riesiger Schritt für die Elektroautoindustrie, weil dadurch werden sie einfach kostengleich mit den Verbrennungsfahrzeugen. Und wenn die ganzen Plattformen von den Herstellern erst einmal etabliert sind, so wie bei VW, diese große MTB-Plattform, die dann von allen Herstellungsreihen und Marken dann mitgenutzt werden können, denke ich, fallen die Preise in der Herstellung extrem und dann werden mit mal Elektroautos auch wirklich profitabel für diese Firmen, was momentan noch immer ein wenig schwierig ist. Ja, das soll es gewesen sein. Das ganze Video hat ein kleines bisschen länger gedauert, als ich an sich immer möchte. Ich möchte immer so 5 Minuten. Ich denke, für dieses Thema kann man auch ein bisschen mehr Zeit nutzen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.